Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Aphantis-Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild benötigt einen Former und sieht folgendermaßen aus. Wir haben als allererstes plus 30% Chance Slash Damage bei jedem Crit, den wir landen, zu verursachen. Dann haben wir plus 60% Multishot, plus 200% Crit Chance, dafür aber minus 20% Fire Rate, plus 120% Critical Damage. Plus 60% Electricity, plus 60% Statuschance, plus 60% Toxin, plus 60% Statuschance, wodurch wir dann Corrosive Damage kriegen, die in der Kombination von Electricity und Toxin. Und dann geht es weiter mit plus 80% Multishot. Und bei jedem Kill, den wir machen, bekommen wir weitere 30% Multishot für jeweils 20 Sekunden dazu. Und das Ganze ist auch 5-mal stapelbar. Und zu guter Letzt nochmal plus 165% Damage. Da kommen wir auf Werte von einer Crit-Chance von 78% mit einem Crit-Multiplier von 4,8, einem Stabswert von 52,8% und Corrosive Damage von 318. Was kann die Waffe? Die Waffe hat zwei Modi. Einmal einen normalen Schuss, wie man da gerade sehen kann, mit zusätzlicher Explosion im Nachhinein. Und die zweite Funktion ist, wir können den Speer werfen, womit wir einmal Gegner aufspießen können und am Boden festhalten können. Und wenn wir oder unsere Teammitglieder in diesem Feld drinne stehen, bekommen sie zusätzlich noch einen Buff, wodurch zum Beispiel die Nachladezeit verkürzt wird. So, wir gucken uns das einmal bei den Gegnern an. Das ist der ganz normale Schuss mit der zusätzlichen Explosion hinterher. Ihr seht schon, die Gegner fliegen ganz schön weit. Dann ist die Zweitfunktion das Aufspießen. Ihr könnt die Gegner entweder so irgendwo gegen eine Wand, ich zeige es jetzt vielleicht nochmal so, dass er auf dem Boden bleibt. Das hat jetzt, doch, das hat geklappt. Er ist hier auf dem Boden festgepinnt und kann sich halt dementsprechend nicht bewegen. Und ihr könntet jetzt halt Schaden machen, bis der Gegner halt down ist. Ihr seht schon, die Waffe an sich, ich sag mal so von der Stärke, mehr als Level 100 Gegner würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Es geht zwar, weil der AOE-Damage ist halt da, aber es gibt da auf jeden Fall andere Waffen, die definitiv besser sind. Der Nachteil bei der Waffe, würde ich ganz klar sagen, ist, dass ihr relativ lange braucht, bis ihr den nächsten Schuss machen könnt. Ihr seht schon, die Waffe, ja, wie soll ich sagen, lädt immer doch sehr, sehr langsam nach. Und das ist natürlich bei so Gegnern, die ein bisschen höher im Level sind, ein bisschen schwieriger. Daher Level 100 Gegner wäre so das Maximum, wo ich die Waffe mitnehmen würde. Ja, das war auch schon der Build wieder. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Build haltet. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.